Moin Leute und willkommen zurück zu Inscription. Wir sind in der letzten Folge in Botopia gelandet und müssen jetzt sein Spiel weiterspielen, denke ich. Also wir sind quasi so ein bisschen in der Situation wie ganz am Anfang. Wir wissen nicht hundertprozentig, wo wir sind. Wir werden einfach vor diesen Tisch gesetzt und sollen spielen quasi. Und genau, wir haben noch nicht ganz so viel Erfahrung mit diesem Kartenspiel, sage ich jetzt mal, was er uns hier präsentiert. Da wir ja auch noch nicht so viel hier gemacht haben. Wir haben irgendwie 3 Kämpfe oder so gehabt. Genau, wir haben diese Karten aktuell und können einfach mal gucken, was es hier so gibt. Da lag Geld. Okay, cool. Ich dachte, das wäre ein Job. Genau, wir haben hier schon gesehen, wir haben quasi wieder eine Karte. So ein bisschen angelehnt wie die Karte, die wir letzte Mal hatten, oder die 2, 3 Videos davor. Und genau, wir gucken einfach mal, wo wir lang gehen können und was so passiert. Anders als bei dem anderen Mal haben wir jetzt halt die Karte nicht als Oberkarte und dann quasi so ein Segment innerhalb dieser betretbaren Bereiche, sondern tatsächlich wie so eine Karte, wie man das so kennt. Man bewegt sich punktuell quasi direkt. Herrlicher Kommerz. Deine Robokohle wird hier akzeptiert. Okay. Es gibt hier irgendwelche Dinge, die wir kaufen können. Das ist bestimmt Fell. Das weiß ich gar nicht. Robokohle 10 Stück. Das ist, das haben wir schon mal gemacht. Da konnten wir noch ein neues Siegel auf eine Karte packen. Und hier haben wir eine Karte, die wir kaufen können. Machen wir das einfach mal. Wir haben ja 8. Jetzt gucken wir mal. Wir haben diese 3 Stück. Der Sprengbot, den konnten wir uns ja schon mal auswählen. Den finde ich nicht gut. Der macht, glaube ich, mehr Schaden auf unserer Seite, als er uns bringt. Wobei er natürlich sehr gut sein kann, um eine große Gefahr direkt auszuschalten oder so, wenn man den sich entgegenstellt quasi. Alarmbot. Die Kreatur, die sich mit einer Karte mit dem Siegel entgegenstellt, erhält einen Kampf, eine Kraft und so. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht die Synergie drin, wie wir das nutzen können. Der Goldgräber ist, ja, glaube ich, ganz solide. Vielleicht nehmen wir tatsächlich mal den Sprengbot mit, einfach, dass man den mal hat. Und bestimmt werden wir mal gegen jemanden kämpfen müssen, der auf einmal ganz viele Lebenspunkte hat. Und ja, wir den nicht besiegen können, und dann stellen wir den einfach gegenüber. Ostbotopia. Hier draußen gibt es nicht viel von Wert. Trotzdem musst du alles erkunden. Du weißt schon, für die große Transzendenz. Ah ja, genau. Das wollte er, dass wir das erreichen. Wir wollen die Transzendenz erreichen. Wir wissen nicht, was sie ist, aber wir sollen es anscheinend machen. Und genau, dann spielen wir einfach erstmal so einen Zug. Das leere Gefäß können wir als Blockmechanismus schon mal nutzen. Theoretisch dürfte es auch sogar gehen, das leere Gefäß dahin zu packen. Ja, der kriegt jetzt ein Leben, einen Kraft und kann den Alarmbot töten. So. Jetzt haben wir 3 Energie mittlerweile schon, also das ist zumindest ganz gut, dass man jede Runde immer einen mehr bekommt, plus dass es sich komplett auflädt. Das ist ganz gut. Nehmen wir mal den Schildbot, der hat nämlich auch die neue Fähigkeit, die wir da auf ihn gepackt haben. Dass der auch andere Leute blockt, wenn sie denn aufs Feld kommen. Das heißt, den können wir schon mal auch nutzen für einen weiteren Angriff. Oder einen weiteren Konterangriff. Ja, dann let's go. Ich mag diese Musik einfach sehr gerne.
Ich hab's schon mal gesagt, aber ich werde nicht müde, es zu sagen oder es zu wiederholen, besser gesagt. Ja, es ist einfach ein guter Soundtrack. Gerade diese Botopia, oder was heißt gerade die? Ich finde die ganzen Soundtracks, die wir bei Leshy gehört haben, schon ziemlich geil. Da gibt es ja auch unterschiedliche, je nach Boss und je nach, ob es ein Kampf ist oder ob wir auf der Oberwelt uns befinden und so weiter. Hier haben wir jetzt dauerhaft diese Botopia-Musik. Der Track an sich ist, glaube ich, auch schon 13 Minuten lang oder so. Und der ist echt auch ziemlich gut. Wunderst du dich über diesen Stern? Du hast oft gewonnen. Jetzt ist ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Das wird sicher Kopfgeldjäger anlocken. Wenn du stirbst, wird es jedoch zurückgesetzt. Okay, interessant. Wir sind ein gesuchter Verbrecher quasi, ein gesuchter Gewinner. Könnte man mal sagen. Den Tauschbar finde ich schon ziemlich interessant. Das Gute ist, dass hier diese 6 Energie, die wir brauchen dafür, nicht so unerreichlich sind oder so unerreichbar sind, wie es oftmals diese 4 Opfer waren. Ja, wir machen mal noch einen Kampf. Aber bei den 4 Opfern muss man halt echt schon, ja, logischerweise halt alles opfern, was auf dem Platz steht. Und hier ist es quasi nur eine Frage der Zeit. Okay, wir spielen erstmal. Ja, wir spielen erstmal. Oder? Ich glaube, wir spielen erstmal gar nichts. So, jetzt haben wir 2. Ja, wir können jetzt Sprengbot gegen Sprengbot. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, den Sprengbot können wir sehr gut hier nutzen. Das ist nämlich zum Beispiel einer der Punkte, wo wir dann uns wirklich einen Vorteil geben können. Weil wenn der den angreift, macht der 10 Schaden, weil der explodiert. Oh, guck mal. My name is Casey Grind. Und ich hole mir deinen Skalp. Ist nichts Persönliches, Kleiner. Okay, das ist also einer dieser Kopfgeldjäger. Casey Grind. Okay, er hat schon ziemlich gute Werte. Das muss man den lassen. Aber steht natürlich auch neben 2 explodierenden Elementen. Muss man natürlich auch mal so sehen. Ich würde sagen, wir packen mal den... Ja, das Snipergewehr packen wir mal hier hin. Das passt ganz gut. Ansonsten können wir erstmal nichts machen. Dann töten wir den. Oh, wir sind fast tot. Müssen wir jetzt aufpassen. Ah, scheiße, der ist jetzt zur Seite gegangen. Ah, shit, das habe ich nicht kommen sehen. Das ist schon mal, glaube ich, eine gute Sache. Den können wir hier umlegen. Aber dann können wir erstmal nicht mehr machen. Ich leg den mal. Was ist aber noch hier ab? Ich hole mir den Skype ein andermal. Du hast Casey Grant nicht zum letzten Mal gesehen. Okay. Warten wir mal ab. Jetzt haben wir 5 Energie, aber wir brauchen immer noch ein bisschen mehr. Dann. Ja, lassen wir das erstmal so. Können wir den zumindest schon mal umlegen. Jetzt können wir dem auch... Okay, du hast gewonnen. Ich gebe mich geschlagen, machen wir weiter. Accept Surrender. Okay. Ich glaube, diesmal machen wir das, weil wir echt nicht so gut dastehen. Und ich weiß nicht genau, wie das ausgehen würde, wenn wir jetzt den Tauschspot
dem gegenüberstellen würden. Wobei. Ne, wir machen es nicht. Ich mache das so. Shitbot kann ich noch nicht legen, aber das passt. Wenn wir den einfach gar nicht angreifen, dann passiert auch nichts. Und dann können wir uns jetzt hier noch ein bisschen Cash holen. Okay, ja gut. Das habe ich jetzt nicht bedacht, dass der... Ja, gut. Ja, passt schon. Haben wir trotzdem ein bisschen Cash. Nee, doch nicht. Ah, scheiße. Egal. Macht ja nichts. Müssen wir ein bisschen den Überblick behalten. Also hier oben konnten wir auch noch lang. Geht's da weiter? Okay, hier liegt nur Geld. Das ist gut. Es ist schon so ein bisschen dieselbe Karte wie vorher. Zumindest wirkt das so. Was haben wir hier? Insektdrohne. Energiebot. Ich nehme den Energiebot. Der macht zwar nicht so viel, aber der gibt uns plus 1 Energie. Und dadurch, dass wir jetzt gerade zumindest schon mal auch zwei Karten haben, die 6 Energie brauchen, können wir ja potenziell ein bisschen früher ja, nutzen. Okay, hier ist einfach nur einmal so ein Rundgang. Jetzt ist die Karte natürlich so ein bisschen unübersichtlicher, weil man immer nur seine eigene kleine Karte quasi sieht. Keine Oberkarte in dem Sinne hat. Die man quasi ständig sieht. Gut. Die Kämpfe sind immer interessant wegen den extra Bereichen links und rechts. Ambulbot. Cool. Der hat jetzt 3 Stärke. Warum hat er 3? Der hat doch vorher nur 2, oder nicht? Der ist doch irgendwie so elektrisch geladen. Vielleicht wegen dem Geländer oder so? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich leg mal den Sprengbutter ab. Da ist es echt gut. So ein bisschen was in der Gegend zu haben, glaube ich. Gut, den Energiebot könnte man schon mal sehr gut hier hinlegen. Weil der wird eh nicht angegriffen von dem. Hier würde ich jetzt gerne noch warten. Also den töte ich jetzt noch nicht. Aber dann kriege ich schon mal 3 Schaden ab. Das ist... Ja, wobei, der hat eh nur 1 Lebenspunkt. Geht schon. So, und jetzt können wir vielleicht auch bald unseren eigenen Doppelschützen hinlegen. Aber machen wir jetzt erstmal so, dann kriegen wir den zumindest schon mal kaputt. Ja, und jetzt haben wir natürlich auch nicht viel zu legen. Das ist halt der Nachteil. An dieser kleineren Karte durch die Brückengeländer. Aber gut. Soll so passen, dann kriegen wir zumindest noch mal ein bisschen Geld. Oh, eine Wegmarke. Sehr, sehr gut. Botterzeugung auf 100% abgeschaltet. Okay. Was auch immer das heißt. Ach, schwach. Dieses alte Ding hat keinen Saft mehr. Ich lass dich aufstehen, wenn du eine neue Batterie besorgst. Ah, okay. Okay. Jetzt ist es interessant. Du hast einen Zutritt zu meinem Prüfraum. Hol mir einfach die Batterie vom Prüfobeta und komm zurück. Okay. Ja, das sieht tatsächlich ein bisschen so aus wie da, wie die Fabrik von der anderen 8-Bit-Karte. Jetzt haben wir hier natürlich wieder was Interessantes zum Erkunden. Was steht denn hier? Druckfortschritt. Okay.
Wie nervig. Manchmal taucht der Ramsch anderer Wahrschreiber durch Fehler hier auf. Beachte das möglichst gar nicht. wobei. Warte mal, es gab doch den 11 Uhr Kram. Ist das auf 11 Uhr setzen? Okay, jetzt kriegen wir keinen Ring, aber wir kriegen einen Hinweis womöglich. Wahrscheinlich wieder einer dieser Rätsel, die wir von diesem Magier kennen. Oder von den Grimora zum Beispiel auch. Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr genau. Wie die restlichen waren. Warte mal, es gab doch einen hier. Einen da? Nee. Wie war das denn nochmal? Ich krieg's gerade leider nicht mal ganz zusammen. Shit. Okay, kommen wir vielleicht später wieder. Aber ich weiß, dass wir hier noch diese Markierung hatten, um das untere Fach aufzubekommen. Die waren, glaube ich, hier und hier. Bei 4, also bei 1, 4 und 5, meine ich. Aber ich bin mir ja nicht mehr hundertprozentig sicher. Und ich bin mir vor allen Dingen auch nicht mehr sicher, welcher Zeiger wo stehen musste. Ah, scheiße. Ja. Egal. Schaue ich vielleicht gleich nochmal nach, oder? Ich schaue jetzt kurz nach. Okay. Ich habe kurz nachgeschaut. Also der war tatsächlich genau richtig. Der auf die 1. Das hatte ich noch richtig im Kopf. Der muss auf die 5 und der muss auf die 4. Aber dann passiert nichts. Okay. Da gibt es entweder einen anderen Code, den wir hier nutzen müssen. Oder ich probiere nochmal ganz kurz so rum. Nee. Aber das ist eigentlich schon richtig gewesen. Okay. Ja, dann passt. Da hat mich mein Gedächtnis nicht komplett verlassen. Genau, hier haben wir wieder diese Spiele. Wir gucken mal, was initial passiert. 3 von 5. Okay. Das ist schon mal ganz gut. Hier steht keiner gegenüber. Vielleicht. Ich glaube so. Na, shit, okay. So auch nicht. Also der zerstört den, macht den kaputt. Dann machen wir 2 Schaden. Der macht dann 1 Schaden. Warte mal. Der muss den unbedingt kaputt machen. Der macht den kaputt. Der macht 2 Schaden. Wir machen den kaputt. Dann macht der den kaputt. Und dann macht er doch 4 Schaden, oder nicht? Bin ich jetzt dumm? Nee, der ist nicht tot wegen dem Schild. So. Oh, was ist das denn? Frau Bombes Fernbedienung. Klar, nimm sie dir. Hinterlässt Bomben auf jedem leeren Feld. Taktische Leerung des Bretts macht damit keinen Blödsinn. Okay. Also ein Item, was wir quasi... Ja, ein Item, was wir hier bekommen haben. Okay, alles klar. Okay, und jetzt haben wir diese Magiersteine hier mit drin. Das ist natürlich... Da haben wir nicht so viel Erfahrung mit. Deswegen könnte das jetzt ein bisschen tricky werden. Aber wie funktioniert das? Also der... Also mache ich 0 Schaden, okay. Mit dem mache ich 3 Schaden. Das heißt, der ist ja anscheinend irgendwie kaputt gegangen. Wir machen 1 Schaden mit dem. Dadurch wird der Moxstein zerstört.
Und dadurch ist der wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Und der auch nicht. Oder die Frage ist, warum der dann überhaupt leben würde, nach der Logik. Aber so mache ich. Okay, ja, okay. So mache ich nicht 3 Schaden. Das heißt, der ist wirklich notwendig, um den zu zerstören auf irgendeine Art und Weise. Den, wie gesagt, wahrscheinlich auch, aber dann ist es komisch, dass der. Ne, der macht eigentlich gerade gar nichts. So, haben wir 4. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. So, machen wir 1 Schaden, das ist klar. Ja, das ist halt immer doof. Du kannst ihn überhaupt nicht bewegen. Also wahnsinnig viele Möglichkeiten haben wir hier eigentlich auch nicht, ne? Das macht alles gar nichts. Doof ist auch, dass man hier das Regelbuch nicht hat. Kann man das Regelbuch hier ans gucken? Genau, warte mal. Wie kann ich denn hier blättern? So. Grünes Mox, oranges Mox. Genau, das sind die, die wir haben. Solange eine Karte mit diesem Siegel auf dem Brett ist, erhält der Besitzer einen orangenen Edelstein. Okay. Batteriebetrieben, explosiv, lalala. Ich will jetzt auch gar nicht so viel sehen, das könnte uns ja alles noch spoilern. So, hier Edelsteinspringer. Wenn Edelsteingefäße auf der Seite des Besitzers sterben, explodieren sie in die entgegengestellte Kreatur, sowie benachbarte verbündete Kreaturen erleiden 10 Schaden. Okay. Verstehe ich soweit. Das heißt, wenn wir den kaputt machen, explodiert der in die Richtung und die Richtung. Und geht logischerweise auch selber kaputt. Das heißt, wir zerstören den, der zerstört. Der müsste dann allerdings auch den zerstören. Das macht er nämlich nicht. Weil wir machen ja 3 Schaden. Also 4. Warte mal. Ja, das kriegen wir raus. Ah. Das ist doch komisch. Eigentlich müsste der sterben. Da sehe ich das. Also, ich sehe es offensichtlich falsch, weil der. Der Computer lügt natürlich nicht, aber. Hä? Ich glaube, Ziel ist es auf jeden Fall, dass der hier kaputt geht. Also, der wird zerstört. Warte mal, ich habe eine Idee. Wenn wir den kaputt machen, vielleicht geht der nur kaputt, wenn benachbarte Moxgefäße quasi zerstört werden. Oder vielleicht ist es wirklich nur das Ziel, dass wir den zum Angriff bewegen. Also den zerstören müssen. Oder
Ist das so rumgedacht, dass der die zerstört? Nee. Vielleicht kommen wir später nochmal wieder. Wir gucken erstmal. Oh, ich habe diese Sachen ausgeschaltet. Stehen lassen. Schon gut. Löse einfach ein paar einfache Rätsel. Dreh das Siegel, bis es aufrecht steht. Also, dass hier so Captchas oder was? So. Ja, es hat wirklich Captchas, einfach original. Oh, eine Kamera. Aber ja, es ist halt original dieselbe Architektur wie in seinem. In dem Spiel. So, hier kommen wir dann auch erst drüber, wenn wir das auch gemacht haben. Ja, es ist Original Capture. Wähle alle Quadrate aus, die Karten enthalten. So. Aber was war das gerade für ein Bild? Wähle alle Quadrate, die Karten enthalten. So. Das sind jetzt die verschiedenen Spielmodi auf jeden Fall. Wobei ich nicht erkenne, was dieses Weiß-Graue ist. Vielleicht ist das auch schon irgendein Hint auf irgendwas. Ich weiß es nicht. Wer bist du? Komme ich leider nicht. Ah, doch. Ja. Okay, ich kann ihn drehen, aber... Kann ich da noch irgendwas machen? Nee. Hm. Okay. Das ist die Batterie oder was? Jo, das wär's. Bringen Sie rüber. Ja, wir gucken noch kurz in die Kiste hier. Oh, der Fischbot. Gefunden, mich. Gut. Roboterfisch, mich versteckt. Rache für letztes Mal. Fisch schlecht. Oh nein, das Ganze geht wieder von vorne los. Jo, danke. Das sollte reichen. Zurück zum Spiel. Okay. Hier haben wir seine Wegmarke freigeschaltet. Ja, der Fischspot. Das ist wieder irgendein... ist wieder einer von denen, das ist wahrscheinlich... Ja, also logischerweise natürlich der Angler. Aber vielleicht versteckt sich Leschi hinter diesem Bild. Wenn eine Karte mit diesem Siegel stirbt, dann steht eine zufällige Karte auf deiner Hand. Das ist doch geil. Dann gehen wir auch mal erst nach oben zu Leschis Revier. Ekelhaft. Tja, tut mir leid, dass du das sehen musst. Es ist das letzte Gebiet in Potopia, in dem es noch Leben gibt. Diese stinkende, sich windende Anhäufung von Unzulänglichkeit. Okay. Er hat wohl nicht so Bock auf Leschi. Gucken wir mal erst, was hier ringsrum ist. Bolzenhund. Gris. Und Scharfschützenbot. Okay, was kann der denn, Gris? Verwandler. Zu Beginn deines Zugs verwandelt eine Karte mit diesem Siegel sich in die oder der... in die oder aus der Bestiengestalt. Ah, okay, so ein... So ein Bot-Tierwandler quasi. Interessiert mich schon, was dann kräftemäßig hier passiert. Nehme ich mal mit. Okay, nächster Kampf. Ja, und hier stehen jetzt auch direkt Tannen. Wie es sich für den Wald gehört, natürlich. Stachel. Der auch ein Wandler ist anscheinend. Ja, können wir erstmal nicht viel machen. Ja, guck mal, da sehen wir mal ein bisschen, was jetzt passiert. Der hat sich verwandelt in ein... in eine Cherox. In ein Cherox-ähnliches Wesen. Und hat dadurch jetzt auch andere Werte. Legen wir mal den Sprengbot hier ab. Ich glaube, das passt ganz gut. Weil der macht mir ein bisschen Sorgen. Oder könnte mir Sorgen machen. So, jetzt ist die Frage, da kommt noch ein Wandler.
Sonja anscheinend heißt er. Nehmen wir. Nehmen wir mal den Schildbot und lassen es erstmal vorbei. Okay, ich weiß nicht, ob das so gut war alles. Okay, Sonja wurde zu was? Zu einem Flugviech. Ja, jetzt wird's tricky. Der macht jetzt ganz gut Damage. Also der wird jetzt auf jeden Fall sechs Schaden machen in der Runde. Also ich könnte den Energiebot legen und dann eine von den beiden, theoretisch. Dann könnte ich den Energiebot zumindest noch zum Blocken nutzen. Der hat nur einen Lebenspunkt, da machen wir das auch mal so. Also den von hier angreifen. Kriegen wir nur zwei Schaden, ist gut. Das kann man zumindest erstmal mit arbeiten. Da kommt direkt ein Stachel nach. Okay, also das ist besser, wenn wir es, glaube ich, einfach nur blocken. Jetzt steht natürlich der Scharfschütze ein bisschen doof. Ich bin dabei, hat er gesagt, glaube ich. Aber hat der uns jetzt eine zufällige Karte gegeben? Nee. Oder wenn er angreift? Ah, wenn sie stirbt. Okay. Ja, ist alles nicht so optimal aktuell. Ich greife mal zweimal in der Mitte an erstmal. Da kommt Gris. Okay, das ist cool. Dann packen wir mal den auf die linke Seite. Ach, guck mal, der sieht jetzt auch ein bisschen verschrammt aus. Ja, jetzt haben wir natürlich nichts mehr. Wir könnten hier noch den legen. Aber das wäre jetzt ein bisschen doof. Ah, das ist der Grizzly. Okay, verstehe. Hätte ich mir auch denken können irgendwie, aber habe ich tatsächlich nicht. Das ist cool, da macht er auf jeden Fall 4 Angriff. Und bei der nächsten Runde verwandelt er sich dann wieder und hat 0 Angriff. Interessant. Ja, hier würde er zumindest den angreifen und den auch töten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er dann auch 2 Schaden bekommt von diesen Stachelschaden. Müssen wir einfach mal herausfinden. Und ja, der hat 2 Schaden bekommen, okay. Aber gut, jetzt haben wir das Feld ganz schön aufgeräumt. Mehr Fisch. Okay, interessant. Ja, legen wir den einfach mal ab. Schlechter Fisch. Es hat schon echt viele Facetten, das Ganze. Hier kriegen wir einen schlechten Fisch, der den Gegner mehr Angriff gibt. Nach dem Angriff wird diese Karte mit dem Siegel zerstört. Wow, okay. Ja, der ist echt schlechter Fisch. Tja. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr machen. Das Problem ist, ich würde den halt ungern an diese Position hier links packen, weil er da nur den Baum angreift und auch dann nur einmal angreift. Ich weiß gar nicht, ob ich auch meine Seite angreifen kann hier. Nee, kann ich nicht. Schade. Ich gebe mich geschlagen.
Ja, komm, nehmen wir das mal an. Oder? Kann ich da noch was rausholen? Wir könnten jetzt... Ja doch, ich kann da was rausholen. Wir machen jetzt 3 Schaden. So. Und dann... Zerstöre ich jetzt den Scharfschützenbot. Pack den Doppelschützen dahin. Und dann kriegen wir ein bisschen Geld. Das sollten wir schon nutzen, denke ich. Wenn wir mal in die Situation kommen, dass wir durchaus in einer tückigen Situation sind und dann aufgibt, dann ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Oh, was haben wir denn hier? Oh, ist das hier Gold? Gerade wollte ich anfangen, es abzubauen. Schätze, ich brauche nur einen Tritt in den Hintern. Oder braucht nur einen Tritt in den Hintern. Okay, das war's schon irgendwie. Was können wir hier? Einer der Karten steht davor, ein alter Ego zu entwickeln. Als Bestie. Und du darfst dir aussuchen, welche Karte und welche Bestie. Es ist nicht allzu kompliziert. Den soll ich wählen? Oder was? Lass mich kalibrieren. Welche Bestie wird in diesem Bot leben? Ah, okay. Das ist cool. Wir können ihn zu einem Wolf machen, mit 3 Schaden. Zu dem, war das der Rabe? Nee. Ist auch egal, auf jeden Fall 2 Schaden und Flugfähigkeit. Ah, hier sehen wir auch links und rechts die Bestien. Das ist auch geil, auch die Soundkulisse hier irgendwie, ziemlich cool. Die sich verändert, je nachdem welche Bestie wir aussuchen. Ich glaube, ich nehme mal den normalen Wolf. Das ist, glaube ich, cool. Interessant. Wieder eine komplett neue Mechanik. So, genau, hier kamen wir her. Hier ist was... Was ist das denn? Ich wähle es mal noch nicht an. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ah, okay, jetzt haben wir wieder so einen besonderen Kampf. Oh nein, du bist genau zum falschen Zeitpunkt gekommen. Dieser Generator wird gleich explodieren. Oder so. Du musst ihn aufladen, bevor das passiert. Das Ganze ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Du wirst schon sehen. Okay, interessant. Antennennerv. Der uns mehr Schaden gibt. Das ist alles sehr interessant. Ja, am Anfang können wir leider echt nicht viel machen, nur mit diesem einen Element. Okay, wir haben also ein paar Runden. Wenn mein Gesicht 0 sagt, hast du verloren. Okay, das wird eine interessante Runde. Dann machen wir doch mal... Oh, wir können irgendwie echt gar nichts machen. Und zumindest nichts richtig Gutes. Ich lege mal Stand jetzt nur den Energiebot ab. Dann kriegen wir plus 1 Energie für dauerhaft. Dann können wir schneller gute Karten legen. Tauschbot. Ja, der bringt uns leider nicht viel. So, aber jetzt haben wir zumindest schon mal 4. Genau, ich lege jetzt hier hinter den Scharfschützenbot. Kriegen wir nämlich plus 1 Kraft. Ja, sonst können wir erstmal nicht mehr machen. Hier läuft viel Zeit davon. Ja, das ist erstmal okay. Noch ein Energiebot. Ja, wir brauchen möglichst schnell viel Energie. Den lege ich mal hier ab. Den Sprengbot. Ja, der kann ein bisschen Schaden zwischendrin machen. Wir können natürlich jetzt auch eins von diesen Items nutzen. Potenziell, aber ich lasse es mal noch.
Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ich sehe dazu nicht so die große Gefahr drin. Jetzt haben wir mittlerweile auch die Möglichkeit, alles mit, also mit die 6 Punkte. Frage ist, wenn ich den zerstöre, dann habe ich die 6 wahrscheinlich nicht mehr. Zerstören wir den Scharfschützenbot, das ist zwar ein bisschen traurig, aber dann machen wir hier wenigstens 3-3. Und ich glaube, der Rest ist dann auch schon Geschichte. Come on! Fuck! Wow, klasse. Du hast aufgeladen, bevor er explodiert ist. Wenn ich die applaudieren könnte, würde ich es tun. Ein weiterer Stern ist hinzugekommen. Dein Kopfgeld hat sich erhöht. Jetzt können Kopfgeldjäger eines höheren Kalibers reagieren. Okay. Ja, und der Dingens, wie heißt er, der Lucky Charm, Lucky Kader, der spielt immer noch. Und gesehen, dass seine Aufnahme immer noch läuft. Such dir eine deiner Karten aus. Er will, dass ich ihn wähle. Aber ist das so geil? Ich guck mal mit den Doppelschützen. Was haben wir da? Okay, wir können einen Stachel draufpacken. Eine Energie. Oder ein Schild. Ein Schild ist natürlich geil. Gleichzeitig könnte man natürlich den Stachel auch hier drauf auf den Fischbot legen. Oder auf den Tauschbot könnte man das auch legen. Oder auf den Grizzly. Aber ich glaube, ich mache das Schild tatsächlich auf den Doppelschützen. Weil der mit seinem einen Lebenspunkt ist leider ein bisschen squishy. Nicht, was ich mir ausgesucht hätte. Ja, das ist mir völlig egal. Ich glaube, hier können wir nur zurück und müssen dagegen wie ihn kämpfen. Und wir sind eigentlich in diesem Gebiet jetzt quasi eingesperrt, könnte man sagen. Aber gucken wir mal. Suchen wir mal Lashy. So, da ist ein Grizzly. Ja, lege ich das Gefäß schon mal ab. Ah, Möbot. Was hat der denn nochmal? Wenn eine Kreatur sich auf dem Feld vor eine Karte mit der mit dem Siegel bewegt, erleidet sie einen Schaden. Okay. Das ist das denn. Dürfte dann ja eigentlich ziemlich geil sein. Mal gucken, ob das funktioniert. Ach, krass. Oh, ein Kopfgeldjäger. Oh, Herzchen, nicht mal. Ich bin. Rad. Sabdo-Tier. Okay. Ich werde dafür sorgen, dass es schnell geht. 3-9. Der hat echt, der hat ein bisschen uns was entgegenzustellen. Das stimmt leider. Der macht den natürlich auch komplett fertig. Der Tauschbot könnte da ziemlich geil werden später. Mit dem Schildbot können wir später ein bisschen blocken. Ja, ich glaube, ich lege für den Moment nur den Energiebot mal ab. Dann kommen wir schnell an den Tauschbot. So, ja, jetzt haben wir die Qual der Wahl, ne? Schildbot, Sprengbot. Ja, der Sprengbot ist eigentlich ziemlich geil. Doch, was wir machen können. Sprengbot hier hin. Schildbot hier hin. Da hält ja einen Schaden aus. Durch den Sprengbot. Wobei der erstmal. Na egal, der wird sterben. Macht nichts. Autsch, schon gut, Liebling. Denke den Namen Ratzapdotier. Ich werde zurückkommen. Okay, so, jetzt wird es nämlich
Ist ja ziemlich ganz cool, denke ich. Also mit dem Doppelschützen direkt zum Angriff vorgehen, das würde auf jeden Fall das Spiel schon mal beenden. Ja, komm, mach mal. Nicht länger in die... nicht in die Länge ziehen, so. Das wollte ich sagen. Der Kerl, der früher hier gewohnt hat, war total schludrig. Nicht, weil er seine Hütte nicht sauber hielt. Ich meine seine Spielweise. Ständig machte er Fehler. Geschichte und Atmosphäre waren ihm wichtiger. Du hast es kapiert, oder? In einem Kartenspiel kommt es nur auf die perfekte Strategie an. Okay, ja, wir sehen so ein bisschen die Parallelen zu dem, was er meint. P03 ist ganz anders als Lashy. In seiner Art und Weise, wie er das Kartenspiel macht und erzählt und ja, wie er vorgeht und alles mögliche. Okay, Stachel oder Bolzenhund. Ich nehme mal Stachel. Ich glaube, da kann ganz cool sein. Was haben wir hier? Ich bin nicht die Händlerin oder so. Aber hier wird es jetzt ein bisschen geben und nehmen stattfinden. Du wirst eine deiner Karten für eine von diesen Karten hergeben müssen. Okay. Dann hätte ich einmal die Sonja. Gegen... Gegen einen Energiebot, glaube ich. Ah, hier können wir wieder eine Bestie bauen. Nice. Wen nehmen wir diesmal? Guck mal, diesmal haben wir auch den Fischbot gar nicht. Ich glaube, das Scharfschützengewehr nehmen wir mal. Weil die ist schon ziemlich stark, die Karte. Okay, können wir wieder Wolf, Rabe oder die Natter draufpacken. Die Natter erhöht halt den Angriff leider nicht, aber ist ein tödlicher Schlag. Aber das ist, glaube ich, ganz geil. Dann können wir wirklich so eine Sniper bauen, die immer den Gegner tötet. Zumindest jede zweite Runde. Die macht dann zwar leider nicht so viel Angriff, aber muss auch nicht. So, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich gelandet? Warte mal. Hier müssen wir lang. So, eine Sonja, okay. Ja, können wir, wie gesagt, erstmal wieder nicht viel machen, aber wir können zumindest ins Gefäß hinstellen schon mal. Das blockt dann in der Runde danach zumindest, wenn sie nicht mehr fliegt. Tja. Aber sonst können wir gerade auch nicht viel machen. Das ist ein bisschen doof. Also man hat bei dem Spiel von Lashy hatte man zumindest die Möglichkeit, am Anfang durch gute Karten schon sehr viel zu opfern und auch gute Karten direkt legen zu können. Lashy Fisch ist nah. Finden du musst. Andere Wahrschreiber Fische auch. Tief unten. Okay. Genau, bei Lashy hattest du die Möglichkeit, von Anfang an viel zu opfern. Potenziell, durch eine Ziege zum Beispiel oder so. Und hier bist du einfach sofort eingeschränkt. Tja, warte mal, das sieht nicht so gut aus, ne? 3 Schaden dürfen wir noch kriegen. Der macht hier auf jeden Fall direkt 2 und hier auch auf jeden Fall sofort 1. Hier macht er 5. Puh, das sieht nicht so gut aus. Ich glaube, ich muss diesmal dieses Ding so, einsetzen. Jetzt haben wir wieder 4. Ist leider nicht optimal alles, aber... Hm.
Ja, das wird halt nicht reichen, ne? Scheiße. Haben wir jetzt verloren? Oh nein. Boom, dein ganzes Geld ist weg. Tolle Sache. Du willst es zurück? Dann erreiche diese Stelle wieder, ohne erneut zu sterben. Oh, oh nee. Zurück zur letzten Wegmarke, die du erreicht hast, und dann einfach dorthin springen, wo du warst, oder? So leicht ist es nicht. Alle abtrünnigen Bots dieses Gebiets sind soeben neu entstanden. Ah, einfach fucking Dark Souls. Okay, ganz, ganz entspannt, wir machen es ganz schnell. Ah, das war nervig, ey. Kacke. Tja. Ah, das ist nervig. Das ist natürlich bei Leshy ein bisschen schöner gewesen, dass man ein Leben hatte. Oder also, man hatte zwei Leben und konnte einmal failen. Das war ein bisschen angenehmer. Ja, schade, den können wir nicht setzen. Ja, aber sie haben so beide ihre eigenen Kniffe. Das kann ja auch ganz cool sein. Jetzt müssen wir leider nur schauen, wie wir es machen. Warte mal, wir müssen den umlegen, das kriegen wir aber hin. Dann legen wir jetzt mal so ein Gefäß ab. Damit wir da einmal blocken können. So, dann nehmen wir jetzt auch mal die Sonja. Packen die hier hin erstmal, Schildbot hier hin. So, dann haben wir das Ding auch gleich wieder. Dann haben wir die Waage gleich wieder auf seine Seite gebracht. Sollte zumindest. Ja, so, ich glaube. Andere Möglichkeiten haben wir gerade nicht. Ah, das mit dem Geld ist natürlich auch ärgerlich. Wobei ich das Geld erstmal jetzt nicht so sehr vermisse. Es ist eher so der Fortschritt, der vergangen ist, der ein bisschen nervig ist, aber gut, das ging ja jetzt noch. Und interessanterweise ist dieser spezielle Kampf nicht mehr da gewesen. So, gucken wir mal. Ist das ein normaler Gegner? Das war der von gerade, ne? Ja. Gut, ja, hier müssen wir relativ zügig einen Gegenangriff machen. Deswegen am Müllbot behalte ich mal kurz für den Moment. Und leg den jetzt ab. Ah, Sprengbot, scheiße. Ich denke mal, man könnte noch mehr legen, aber vergiss mal, dass ich die Punkte erst nach dem nächsten Mal wieder erneuern. Jetzt haben wir hier auch wieder so ein fliegendes Viech. Die sind doch einfach nervig. Wir haben halt auch nur drei, ne? Potenziell könnten wir drei wiederholen. Also, kann ich mal kurz die Waage sehen? Nein, kann ich nicht. Warum kann ich die Waage nicht sehen? Ja. Weil ich erst ziehen muss. Ja, komm, leeres Gefäß haben wir noch. Nehmen wir den Schildbot. Der Schildbot mit Flugabwehr wäre eigentlich optimal. Also den können wir zerstören. Hier machen wir einen Angriff. Dann sind wir zumindest schon mal wieder eins hoch. Und die Gefahr ist ausgeschaltet. Dann kommt er allerdings und macht noch zwei Schaden, so oder so. Das heißt, eigentlich müssen wir zwei Schaden machen.
zusätzlich. Und ich glaube, das wird wieder nichts. Kann das sein? Ja, okay, vielleicht so gerade eben. Ja, so gerade eben. Okay, 4 Stück haben wir. Fischbot. Okay, das ist gut. Glaube ich. Hier machen wir 2 Schaden. Der greift den an und tötet den. Dann haben wir 2 Schaden gemacht. Ja, doch, ich glaube, das ist alles soweit ganz gut erstmal. Ich würde den Doppelschützen gerne legen. Ich glaube, ich mache folgendes. Ich lege den Fisch mal hier hin. Hier blocke ich alles erstmal nur. Und dann soll er mal die Tanne da kaputt machen. Dann haben wir dann nämlich einen weiteren Punkt, wo wir angreifen können. In Zukunft. Den macht er auch kaputt, das ist ganz gut. Dann können wir da nämlich auch gleich einen hinlegen. So, und jetzt wird es nämlich interessant. 2 Schaden können wir aushalten. Dritter wäre unser Tod. 2 Schaden kommt doch rein. 1 Schaden machen wir. Wir können natürlich auch den Sprengbot töten. Ich glaube, das mache ich. Okay, das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und jetzt haben wir auch den Doppelschützen. Ja, ich glaube, das... Hab's jetzt nicht alles genau ausgerechnet, aber ich glaube, das sollte jetzt langsam zum Ziel führen. Ja, passt schon. Puh, gut. Dann haben wir das. Ja, da muss man manchmal so ein bisschen... Da kommt man quasi direkt gegen das Limit. Deine Gegenstände sind aufgefrischt. Sehr gut. Und diese Bots da drüben sind dauerhaft abgeschaltet. Okay, cool. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in Leschis Haus. Unheimlich. Dieser Überbot hockt hier einfach in völliger Dunkelheit rum. Wartet er bloß auf Herausforderer? Vielleicht lässt er gerade seine Fotos entwickeln. Oh, das könnte sein. Der nächste Boss ist ganz schön cool. Du wirst über deine Spielweise nachdenken müssen. Völlig neue Mechanik. Okay, wo waren diese Dateien? Entpacke Fotograf Zip. Diese Linse ist mein Instrument. Auch du bist mein Instrument. Du wirst zielen, ich werde einfangen. Okay. Da ist der Typ, den wir vorhin noch gesehen haben in dem Raum. Legen wir mal einfach irgendwas. Mal gucken, was die Mechanik macht. Ayo. Das ist mein Freund. Du wirst ihn ausrichten. Du wirst ein Foto machen. Oder du kannst dich entscheiden. Ist nicht zu tun. Deine Wahl. Ich mache kein Foto erstmal. Aber wobei ich hätte... Na, das war dumm. Ich hätte ein Foto machen sollen. Okay. Ja, das war dumm. Ich hätte ein Foto machen sollen. Dann mache ich jetzt vielleicht einfach mal diese Bombenmechanik. keine Ahnung, ob das jetzt klug war. Egal. Auch hier die Musik. Sehr geil. Ja, das war noch dümmer. Die Bombenmechanik hätte ich jetzt machen müssen. Ah, das war dumm. Ah, wir können direkt nochmal.
ist auch vielleicht genau das Ding, was man einfach ausprobieren muss. Das ist ja ganz gut. Erinnert mich an Leschis Fisch. Boss gut. Okay. Wir legen jetzt mal gar nichts. Du könntest ein Foto machen. Du könntest davon profitieren, ein Foto zu machen. Genau, das machen wir nämlich jetzt. Mein Freund wird sich an dieses Foto erinnern. Mein Freund wird dir erlauben, dieses Foto zu verwenden. Zu welchem Zweck? Du wirst schon sehen. Wann? Du wirst schon sehen. Okay, dann legen wir ein Sprengwort ab. Und lass uns erstmal geschehen. Er greift mit seinen Fotowanzen an. So, und jetzt kann ich nämlich entweder wieder ein Foto machen oder ich kann das letzte Foto verwenden und quasi überstülpen über die aktuelle Situation und somit seine Leute zurücksetzen quasi. Und das ist natürlich genau das, was wir gerade hätten machen wollen. Ja, wir können wieder ein Foto machen. Das passt. Alright, dann legen wir mal. Was machen wir denn mal? Ich leg erstmal nur ein leeres Gefäß ab und den Scharfschützenbot. Ja, ich finde diesen Song richtig. Oder diesen Song, diesen Soundtrack richtig gut. So, wir setzen wieder zurück. Dann ist nämlich sein Bolzenhund auf jeden Fall schon mal weg. Muss nicht unbedingt die richtige Wahl gewesen sein, weil wir hätten jetzt vielleicht noch warten können, bis er die setzt oder so. Der hat die Sprengung. Okay, interessant. Dann sollten wir den auf jeden Fall nicht hier in der Mitte legen. Ah, okay, schon gewonnen. Nice. Du hast mir einen Schlag versetzt. Du hast mir einen Schlag versetzt. Kalibriere Persönlichkeitsmatrix neu. Na, zweite Runde, oder was? Ja, Foto machen ist ja erstmal jetzt nicht wild. Jetzt haben wir auch schon 6, das ist ganz gut. Wir können jetzt Grizzly gegen Grizzly machen. Jetzt frage ich mich gerade, welcher zuerst angreift. Ich glaube, das ist gut, den jetzt zu legen. Ich kann mich aber von der Reihenfolge gerade falsch erinnern, aber ich glaube nicht. Der verändert sich jetzt. Der auch. Okay, beim nächsten Mal greifen wir an. Das passt. Ja, ich glaube, der Rest ist jetzt eigentlich nur. Also, der wird jetzt relativ stumpf sein, denke ich. Ja. Sein komischer Grizzly ist hinter der Tanne. Da kann er nicht viel machen. Der ist auch tot. Okay, ja, gut. Unser Grizzly ist auch. Ah, da unten nicht unser Grizzly, sondern. Aber wobei, wir können es auch wieder erneuern. Ja, setzen wir es mal zurück. Ich glaube, das ist ganz gut. Doppelschützen, perfekt. Cool. Ich glaube, das war's. Oder so gut wie. Jetzt ist natürlich etwas doof, dass hier die Wandler jetzt quasi in der schlechten Form sind, während wir hier noch potenziell Geld machen könnten. Aber passt schon. Nice. Was passiert? Ah, sein Deck oder sein Grab oder was das ist. Okay, wir kriegen Geld. Nice. Und noch irgendwas.
Ein Grabstein. Okay. Erinnerst du dich an deinen Zweitstapel? Dieses nutzlose Ding mit den ganzen leeren Gefäßen? Gleich wird es weniger nutzlos. Oh, geil. Was du dir aussuchst, wird auf jeder Karte leeres Gefäß angebracht. Okay, das ist ja geil. Okay, also Flugabwehr ist schon mal geil. Ein Schild ist natürlich auch geil. Ein Stachel ist auch geil. Ich würde sagen, ein Stachel, glaube ich, oder? Ich glaube, ich mache einen Stachel. Dann können wir mit denen nämlich auch insgesamt Schaden machen. Ich bin nicht sicher, ob das so richtig war. Aber sie haben jetzt alle spitze Stacheln. Wir gucken mal. Sehr schön. Speicherkarte voll. Oh nein. Es geht wieder los. Wir haben wieder die Möglichkeit. Oder? Neue Speicherkarte eingesteckt. Oh, es geht weiter. Well, hello there, card gamers. Looks like my garage sale hunting days have finally paid off. Yeah. Yeah, baby. Wait till you guys see this. You know what that is? You know what that is? Vintage packs of Inscription. 4 of them. I don't know if the woman knew what these are worth. I mean, I felt a little bad buying them off of her. But I mean, she's probably doing okay living in this part of town. I mean, it's like, it's a nice part of town, you know? And she would have thrown them away if I hadn't come by, right? Right. Okay. Big pack opening video incoming! Woohoohoohoo! Okay, das ist also von, das ist also vorher, bevor er quasi die anderen Videos aufgenommen hat mit dem Inscription Pack. Steht ja hier auch 2.10. Hello? Hi, hello, is this Mrs. Hobbs? Hi, my name is Luke. Well, it's very nice to speak with you as well, Mrs. Hobbs. Listen, I was at your garage sale the other day, and I... No! No, everything's fine, thank you. I was just wondering if you remember those playing cards that you sold me? Those... Yes! Yes, those ones. Inscription, yes. They were your daughters? Would it be possible for me to speak with her? She passed, isn't she? Oh. Oh, no, I'm so sorry. Oh, it was a while ago. That's still terrible. Oh, it's nothing really. I'm sorry to have bothered you, ma'am. Her name was Casey. That's a lovely name. Sorry, what? She worked for Inscription? I mean, she worked for Game Funa? Ma'am, would it be possible? I see. Okay, yeah. Do you think it'd be alright if I called you back later? I'm just trying to get to the bottom of something. Okay. Okay, thank you so much. Okay. Alright, have a good dinner. Bye. Diesen Namen, Casey Hobbs, den haben wir schon ein paar Mal gehört, oder in Separation, sag ich mal. Casey als auch Hobbs haben wir schon häufiger mal gehört. Articles mentioned death or injury. Oh my god.
No one was killed at the facility, though tragically young video game developer Casey Hobbs died from fire-related complications. Fuck. She was working late at the facility, performing quality assurance on behalf of her employer, Game Fuma. Was geht hier ab? Hier kann man leider nicht manuell zurückspulen. Ja doch, so ein bisschen. Passiert da irgendwas? Aber er fühlt sich auch so ein bisschen beobachtet, oder? Oh. What? Okay, warte mal, also. Hier haben wir natürlich jetzt ein paar andere Settings. Hier haben wir auch ein Eichhörnchen. Wir haben eine Maske, sehr interessant. Mirror. Und Mirror einmal rückwärts geschrieben. Schweinchen 3K Schweinchen. Ja, und die üblichen Verdächtigen hier, der Elch. Ich weiß nicht, ob man noch zwischendurch irgendwie in diesen, wie sagt man, Artefakten was sieht. Ich glaube nicht. Nee. Okay, das ist jetzt auch interessant. Someone is here. Was ist das? Was ist da los? Ich will's wissen. Oh. Oh, guck mal. Aber ist das von gerade? Okay, hier steht auf jeden Fall was. Mycologist 22. Perhaps. Blood Letterbox. Oder Bloods Letterbox. Natürlich alles ein bisschen anders geschrieben. Okay. Vielleicht wird es noch interessant. Mal gucken. Vielleicht brauchen wir es nochmal. Oh Gott, was ist da los? Will ich es genau wissen? Ist auch ein bisschen verrückt geworden, glaube ich, durch alles, was jetzt hier bisher passiert ist. Ja, wir wollen aufhören und die Aufnahme durchzusehen. Oh Mann. Übles Kaff. Okay. Ja, ich schätze, das soll es für den Moment gewesen sein. Ich bin ja relativ lang geworden. Ja, wir haben wieder viel geschafft. Wir haben den Lashies Bot besiegt quasi. Und gerade das, was wir gerade gesehen haben in den Aufnahmen, da wird es langsam ernst. Und vielleicht kann man sich das ein oder andere schon so ein bisschen zusammenreihen mit Casey und ich weiß nicht, so ganz viele komische Dinge, die hier passieren. Gucken wir mal, ob wir in der nächsten Folge die restlichen Sachen auf dieser Karte abschließen können in Botopia. Und genau, ich würde sagen, das soll es für den Moment gewesen sein und wir sehen uns in der nächsten Folge definitiv wieder.
Haut rein. Bis dahin.